Viele werden es kennen, viele werden es mögen. Wir spielen Diddy Kong Racing für die Nintendo 64, auch von Rareware rausgekommen, 1997. Und das ist einmal eines meiner neuen Let's Plays. Ich bin Peruana und ich werde das einfach mal durchspielen. Zumindest versuchen, es durchzuspielen. Ah, ich weiß es von Anfang an, ist nicht einfach. Und der erste sich angucken wird, wird es, glaube ich, jetzt, wird dann wissen, dass er gemeint ist, ich werde nicht Benjo nehmen. Ich nehme hier, ich weiß nicht, wie der heißt. Tiptop. Ja, nehme ich Tiptop. Und fange auch gleich einfach mal an. Ich habe schon mal das angespielt. Hier, naja, angespielt. Ich hatte Langeweile, aber... Ja, fange ich einfach nochmal ein neues an. Nenn mich da einfach mal... PRU, naja. Peru, ja, bei drei Buchstaben ist schon ein bisschen schwer, meinen Namen abzukürzen. Naja, YouTube-Name. Na gut, Intro-Time. Oder so ähnlich. Ich glaube, zur Story brauche ich gar nicht viel zu sagen, das dürfte eigentlich bekannt sein. Ich sag jetzt einfach mal. Whispick heißt es, glaube ich. Von dem man hier die Steinstatue Stein-Moment gerade sehen konnte. Ist ein Bösewicht, ihn müssen wir schlagen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ganz kurz. Und um ihn zu schlagen, müssen wir Luftballons einsammeln. Es gibt, glaube ich, vier geheime Luftballons, nicht geheime, aber so Luftballons, die man ohne Rennen bekommen kann. Aber sonst muss man alle Luftballons sich schnappen, indem man Rennen gewinnt. Dabei noch bestimmte Aufgaben löst. Also erst wird immer ein ganz normales Rennen sein, danach wird noch ein extra Challenge stattfinden, sag ich mal so, die man auch machen muss. Aber dazu später mehr. Erstmal rufe ich den hier wieder her, indem ich hupe. Change Vehicle. Ich brauche das Flugzeug. Bei dem fliege ich am liebsten rum. Weil man kommt einfach überall hin. Und es laggt. Aber egal. Unser erster Luftballon. Erstmal sammle ich die man am einfachsten rankommt. Das sind die geheimen... geheimen Verstecken. Wie man es sagen möchte. Davon gibt es, glaube ich... Schön mal daneben geflogen. Davon gibt es vier Stück, wobei einer, ja, nicht gerade versteckt ist. Was ihr dann auch später gleich sehen werdet. Na, komm, komm. So. Und ich verstehe mal wieder meine Lags nicht. Na egal. Werde ich mich dann im nächsten Part wieder dumm kümmern? Achso, hier muss ich hin. Unsere erste Welt. Die Anfängerwelt sozusagen. Autsch. Wer da oben, wenn ich da mal reinkommen würde? So. Und da ist auch noch dieser nicht versteckte Luftballon, den man halt braucht, um in die erste Welt zu kommen. Bei ein Luftballon Minimum, wie man da gerade sehen kann. Diese Türen öffnen sich halt immer nur bei... Ja, wie man sich ja das vorstellen kann, bei einem Luftballon. Hier auch. Ancient Lake, oder wie man es immer das ausspricht. Da braucht man einen Luftballon für. Weißt du, auf der Tür steht. Ja, mal sehen, wie es laufen wird. Vom Gameplay her ähnelt es total, naja, es ähnelt ein bisschen Mario, könnte man schön sagen. Aber gut, super, fail erstmal, um den Schlüssel zu bekommen. Es gibt so bestimmte Schlüssel, da wo man Minispiele freischaltet. Oh Gott, und die braucht man,
Manometer. Und diese Schlüssel braucht man, um auch 100% hier zu schaffen. So. Diesmal kriege ich diesen Schlüssel. Nö, wieder der gleiche Fehler. So. Vielleicht funktioniert es in der nächsten Runde. Und ich glaube, nach dem Rennen werde ich auch gleich mal, obwohl nach ein paar Rennen erstmal gucken, ob sich die Lags noch legen. So, jetzt aber. Das ist doch nicht... Na gut, gewinnen wir erstmal das Rennen. Danach mache ich dann im Einzelnen, schnappe ich mir dann den Schlüssel. Na gut. Oh nein, Dino! Ja, und das erste Level, die erste Welt geschafft, das erste Rennen. Ja, und als Belohnung, das müssen wir uns einmal angucken. Bekommen wir jetzt uns von diesem Elefantenmagier, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Bekommen wir unseren ersten bzw. fünften, da wir schon welche eingesammelt haben, Ballon. Ich werde mal kurz die Aufnahme stoppen. Moment. So, und weiter kurz, weiter geht's. Hab kurz geguckt, ob ich ein paar Sachen runter Prozesse beenden kann, damit es nicht mal laggt. So viel dazu. Nächste Welt. Nein, ich wollte in der anderen Welt noch den Schlüssel holen. Na gut, das muss ich nachholen. Kein Problem. Man kann hier auch einen Superstart hinlegen. Und wenn man richtig timet, sonst laggt trotzdem, egal. Wenn man Bananen sammelt, fährt man minimal schneller. Ich bin davon nicht unbedingt überzeugt. Aber es gibt viele, die davon überzeugt sind. Also mir macht diese 1 km/h oder so, keine Ahnung, wie schneller der dann ist. Aber es ist nicht die Welt. Also es ist nicht jetzt, dass du dann super schnell bist, wenn man plötzlich 20 oder Bananen oder so sammelt. Es ist, ja, eigentlich ein minimaler Unterschied. Trotzdem, wenn man Zeit hat, warum sollte man die dann nicht einsammeln? So, und nein, nicht in diese Pfütze reingehen. Das ist nämlich viele Bananenschalen. Der Unterschied bei den Power-Ups hier ist, wie man gerade bei meinem Power-Up sehen kann, man kann jedes upgraden sozusagen. Man hat am Anfang eine einfache Sache. Wie ich hatte jetzt eine Rakete. Dann war eine zielsuchende Rakete, wenn man zwei rote Luftballons nacheinander einsammelt. Und dann halt, wenn man drei eingesammelt hat, 10 Raketen. Das ist bei jedem Power-Up eigentlich so, dass das dass man drei davon einsammeln kann und dabei jedes Mal das Power-Up upgraden kann, sozusagen. Aber das kann ich dann noch später nochmal zeigen, wenn ich dazu kommen wird. Einfach mal abfeuern, braucht die nicht mehr. Ich habe tatsächlich noch den Dinosaurier da hinten getroffen. Am Kopf. Na gut. Diese Welt auch geschafft. Na komm. Nochmal in die rein. Das darf ich mir sogar aussuchen, mit was ich fahre. Man hat naja, das kann ich später nochmal sagen. Also es gibt, obwohl, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie man fahren kann. Je nachdem, wie das Level aufgebaut ist, kann man nicht jedes Fahrzeug in jedem Level benutzen. Was ist das jetzt hier? Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Man kann nicht jedes Fahrzeug benutzen, aber wenn man das einmal man hat halt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Fahrzeuge, drei Stück. Einmal das normale Auto, dann das Hofer Luftkissenboot, also, und das Flugzeug. Mein Favorit ist das Flugzeug. Ja, aber
manchmal ist es auch andere Fahrzeuge natürlich sinnvoller. Aber das wird man dann sehen. Ich rede mal wieder hier nur Schwachsinn. Einfach mal ins nächste Level rein und diese Welt schnell erledigen. So, ich zeige einfach mal das blaue Power-Up. Oh nö, da komme ich nicht durch, oder? Doch, das blaue Power-Up, wenn man das ein wenig upgradet. Obwohl, von der Karte hätte ich lieber das Lilane genommen, weil das öfters vorhanden ist, aber egal. Also das blaue Power-Up ist wie bei Marios Kart ein Pilz. Nein, ich will es. Und aber man kann es halt upgraden. Jetzt hat man einen roten. Ja. Ja, man hatte einen roten blauen. Und das war gerade die Fähigkeit von dem Schutzschild. Das ist die Banane, sozusagen, aus Mario. Das waren eigentlich auch die Hauptsachen, die man hier hat. Ich werde im Laufe des Spiels einfach noch zeigen, was ich, wie man so upgraden kann, seine Power-Ups, sozusagen. Na gut, hier erstmal locker gewinnen. Naja, locker. Ich wollte mich eigentlich auch nicht so lange an diesem Spiel aufhalten. Na komm, geben wir uns einfach den Ballon. Ab in die nächste Welt. Und es laggt. Naja, egal. Hab schon öfters gesehen. Naja. Wieder einen guten Start hinbekommen. Genial. So, hier kann ich das blaue Power-Up nochmal richtig schön zeigen, weil es hier viele von denen gibt. Das weiß ich noch. So. Das ist das stärkste Power-Up, was man bekommt. Also das Upgrade von diesem Power-Up. Und dann geht man auch ab wie die Luzi. Kann ich hier einfach mal zeigen. Nicht gegen den Dino fliegen. Bam! Yeah! Ist meiner Meinung nach cool. Aber ja, man kann auch immer einzeln diese benutzen. Ist auch nicht schlecht. Ich meine, andauernd auf das große Power-Up zu warten oder immer das kleinste Power-Up zu nehmen. Wenn man damit gut umgehen kann, reicht das auch. Yeah! Durch die zwei Ballons durchgeflogen. Yeah. So macht man das nicht. Na egal. So, erstmal hier durch. Dann da durch. Und so sind wir schon in der letzten Runde. Tipton, oder wie er heißt. Und es gibt auch wohl Unterschiede dabei, wie man diese Power-Up benutzt, diese Düse. Wenn man die nämlich benutzt, wenn man auf dem Gas ist, dann ist er so. Und wenn man aber sie benutzt und vom Gas weg ist, dann ja, ist man wohl schneller. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht so doll gesehen. Aber gut, ich habe das jetzt öfters schon mal gehört, dass man das so machen könnte. So als Tipp. Und ich schaffe in dem Teil sogar noch den ersten Endboss. Den wir jetzt, ja, einfach mal schlagen werden. So ganz locker, hoffe ich mal. Bestimmt nicht, aber gut. Well done, kid. Now I challenge you to a race. Ja, okay. Die sprechen selber, zumindest der noch. Das habe ich aber vergessen gerade. Da brauche ich die nicht nachzusprechen. So. Oh Gott. Ja, das war schon mal ein Fail. Aber das nicht. Ja, man muss wirklich aufpassen. Man darf hier keine Palme treffen. Oder keinen Baum.
dann wird man total langsam und das, man darf nicht langsam werden. Schluss, aus, man darf einfach nicht langsam werden. So. Man kann mit der Z-Taste die Power-Ups wegmachen. Verdammt, jetzt habe ich die Z-Taste mit der L-Taste mit der R-Taste verwechselt. Da kann man nämlich so driften. Dadurch kann man ein bisschen schneller fahren, fast verlieren. Boah. So das übliche. Oh nein, jetzt will ich den jetzt da bekämpfen. Ah, ich glaube, das wird nichts. Oder? Nee. Oder ganz. Oh nein, hier oben traue ich mich ja nicht mit. Nee, ich glaube, das habe ich. Wow! Yeah. das war schwer, aber gut. Und mit viel Glück, dass er da oben nochmal langsamer geworden ist. Ja. Wir bekommen jetzt gerade nichts. Ich soll seine neue Challenge versuchen. Ich soll, ja, in jedem Level 8 silberne Münzen sammeln. Das ist meine Challenge. Und noch dazu, erster Platz werden. Hört sich einfach an. World 2% Break. Achso, den Tipp ist gar nicht hier. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, weil die Silver Coins sind ab und zu so schlecht platziert. Da denkst du, wie soll man da bitte schon dran kommen und danach noch erster werden? Und, okay, in der ersten Welt ist es vielleicht noch einfacher, aber es gibt Welten, da denkst du, warum nicht auf der Fahrbahn? Da ist es nämlich mehr Kilometer weit noch entfernt. Okay, ein bisschen übertrieben, aber von einer normalen Fahrbahn. Da musst du schon einen sehr derben Vorsprung haben, die halt zu bekommen. Aber das werden wir dann halt später noch sehen. Ja, der erste Durchgang ist fertig. Wir müssen jetzt jede Welt noch einmal machen hier. Und dann noch dieses kleine Minispiel. Und es folgt noch so ein kleiner Cup. Das Trophy Race. Da wo man, das bekommt man aber erst, wenn man jetzt nochmal alles, die Silbercoin Challenge durchgemacht hat. Das alles dann in den nächsten Teilen. Bis dahin, ciao, ciao.